Moto TV 22. Unser österreichischer Pilot Thomas Breinig führt in der DTM nach 4 Rennen. Thomas, mit 4 Punkten. Ja, bis jetzt eine gute Saison. Also kann mich nicht beschweren. War natürlich nicht ganz perfekt. Danach streben wir immer, aber es ist solide. Ja, Oschers Leben mit der blöden Strafe, sage ich jetzt einmal, hätte es auch die Führung schon übernommen können. Aber jetzt in Zandvoort war es perfekt. Ja, Zandvoort war wirklich gut. Also da haben wir nicht wirklich das Potenzial eigentlich gehabt, dass wir überhaupt aufs Podium fahren, aber ab und zu brauchst du ein bisschen Glück. Wir haben immer das Maximum rausgeholt und für uns ein perfektes Wochenende. Ja. Ja, ihr habt ja von letzten Jahr Ausgangswerte. Wie ist es heuer für euch? Neues Team, neue Erfahrung hier am Norrisring für Mantel. Ja, es ist etwas schwierig, die Ausgangswerte aus dem Vorjahr zu 100% mitzunehmen und umsetzen zu können, weil es ein neues Auto ist, also eine neue Generation. Von dem her werden wir jetzt dann sehen im Training, ob wir es richtig umgesetzt haben, aber es ist eine große Challenge für die Ingenieure. Wie liegt dir der Norrisring? Ich glaube ganz gut, also ich bremse gern, bin wirklich normalerweise spät auf der Bremse und hier ist es sehr wichtig. Ja, du kennst es noch vom Carrera Cup her? Ja, bin das erste Mal 2017 da gefahren im Carrera Cup, da war ich auch schon mit meinem Teamkollegen am Podium und dann letztes Jahr wieder. Wäre natürlich gut, wenn wir es jetzt nochmal schaffen. Ich wünsche dir alles Gute. Danke.